Impulsregulator gestohlen. Ihr triefnasigen technologischen Trampel solltet euch geehrt fühlen, dass Lex Luthor euren Prototypen für gut genug befunden hat, um ihn zu stehlen. Lebt wohl, ihr Trottel! Diese Narren hatten ja keine Ahnung, was sie da in Händen hielten. Die Quantenbatterie. Ganz genau das, was ich brauche, um mein eigenes Gerät zu verstärken. Sobald ich sie an meinen Kryptonit-Strahlungsimpulsgeber anschließe, wird er stark genug für mein Vorhaben sein und ich vernichte Superman. Das denke ich nicht, Luthor. Hier ist Endstation. Für einen von uns, Superman. Da musst du dich schon mehr anstrengen, Luthor. Das ist unmöglich. Meine Berechnungen waren doch perfekt. Das kommt unerwartet. Vielleicht habe ich ja die Eins im Sinn vergessen. Du kommst mit mir, Luthor. Nö. Beruhige dich, Freund. Wir müssen Luthor aufhalten, aber wir müssen nicht gemein sein. Geh mir aus dem Weg, du Abklatsch. Bist du mit dem falschen Fuß aufgestanden? Ist dieser hier dir Liebe? Gut, wo waren wir gerade? Ich muss noch weit brillanter sein, als selbst ich es angenommen hätte. Hey, Freund, bereden wir das in Ruhe. Ich setze uns einen Tee auf. Diese Show ist so gut. Hätte ich mal Popcorn mitgebracht. Gewalt ist nie eine Lösung! Hey, Lex. Deine Rüstung könnte mal poliert werden. Pass schön auf, Wonder Woman. Nicht mal ich weiß, was mein Impulsgeber mit dir anstellen könnte. Echt faszinierend. Offensichtlich wirkt sich mutiertes Kryptonit ebenso auf Menschen aus. Bitte ergib dich. Sonst bitte ich dich ein zweites Mal. Wie widerwärtig. Ich werde dir zeigen, wie eine Kriegerin ihren Sieg beansprucht. Vorsicht, Schwester, ich will dir nicht wehtun. Mit der Meinung stehst du allein da. Wonder Woman? Ja, ich wundere mich, dass jemand so leichtgläubig sein kann. Nein, wir nehmen den hier. Und um die anderen kümmern wir uns später. Bitte erlaube uns, dich in eine entzückende Gefängniszelle zu eskortieren.